Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich habe den Moment genutzt, wo hier mal keiner redet und wollte mal eben Hallo sagen. Ich habe recht, wisst ihr? Wie ihr hört, sind nämlich ständig irgendwelche Leute hier am Rumquatschen. Wir gehen am besten direkt ganz schnell rein, in der Hoffnung, dass dann das Gequatsche aufhört. In der letzten Folge haben wir nämlich hier eine Quest beendet und ich muss mal eben schauen. Wir sollten ja eigentlich mit Hauptmann Jerek reden. Den haben wir dann aber ehrlich gesagt nicht gefunden in der letzten Folge. Oder ich habe nicht genau hingeschaut, besser gesagt. Und das werden wir jetzt nochmal eben schnell nachholen. Bei den Göttern, sie haben alle ermordet. Dieser dädrische Dreck hat meine gesamte Patrouille ausgelöscht. Dann haben sie mich weggeschleift und in einen Albtraum geschleudert. Vermina. Sie sagten immer wieder Vermina. Wenigstens seid ihr jetzt frei. Was werdet ihr jetzt tun? Großkönig Emmerich muss von diesem Kult erfahren. Mit ihrer Albtraummagie könnten diese wahnsinnigen Sturmhafen ins Chaos stürzen. Aber ihr, vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ja, und wir haben eine mittlere Schulter im Passgenau erhalten. Sobald ich mich erholt habe, gehe ich nach Wegesruh. Ich muss den König vor diesen Leuten warnen, diesen überirdischen Träumern. Was könnt ihr mir über die Pläne der überirdischen Träumer erzählen? Ich weiß nichts Genaues, aber es kann nichts Gutes sein. Sie sind dort oben und rufen Vermina an, die dädrische Fürstin der Albträume. Sie versetzen mich in Schlaf und sprechen über eine Beschwörung. Wenn es das ist, was ich in meinen Träumen gesehen habe, dann ist es etwas Schreckliches. Ihr glaubt, dass sie hier in Sturmhafen etwas vorhaben? Ohne Zweifel. Ich habe sogar König Emmerichs Namen gehört. Wir müssen ihn warnen. Wir müssen alle warnen. Ich habe es dem Dorfkonstabler gesagt, aber er macht sich mehr Sorgen um diese Sklavenjäger. Er versteht es nicht. Diese Leute beten Vermina an. Was wisst ihr über Vermina? Ich weiß nicht mehr als die meisten Leute. Sie ist die dädrische Fürstin der Albträume und der bösen Träume. Sie ist schrecklich, aber manche Leute beten sie tatsächlich an. Ja, wie das dann halt leider öfter mal so ist. Auch so mit Satanisten und so, ne? Es werden halt auch schlimme Dinge angebetet. So, jetzt ist die Frage... Mir ist es egal, ob der Konstabler unter der Kontrolle eines Kults stand. Mir kommt diese Frau immer noch irgendwie verdächtig vor. Das würde ich an eurer Stelle nicht zu laut sagen. Das ist unerhört. Daneben der Konstabler ist noch ein Pranger frei. Okay, aber wir haben im Endeffekt jetzt nur sprecht mit Bote Cordia. Also wir haben nichts Neues bekommen, so wie es aussieht. Dann würde ich sagen, dass wir uns dieser Quest dann widmen. Er hat zwar was davon gesagt, von Wegesruh. Da gibt es dann wohl auch... Nee, das sind die Sterngucker, das hat jetzt damit nichts zu tun. Dann wird abgerechnet. Ja, ist ja gut. Das heißt, wir gehen erstmal zum Castell Alkea da oben. Beziehungsweise wir reiten auch, um diesen ganzen Geplapper hier mal zu entkommen. Das ist ja schrecklich. Ich höre meine eigenen Gedanken nicht mehr, wenn ich daneben stehe. Ganz ehrlich. Kann ich da hoch? Ich glaube, da sind jetzt alles Gegner, oder? Nee, da komme ich gar nicht hoch. Jetzt bin ich natürlich voll in die Sackgasse geritten. Es war natürlich wieder klar. Sowas passiert mir privat sehr selten, aber sobald dann irgendwas läuft, also sprich hier eine Aufnahme läuft oder so, dann ist das leider nicht mehr ganz so selten, dass mir solche Dinge passieren. Aus dem Weg. Sagen, dass ich verschwinde von hier. Ja, dann verschwinde doch, mach doch. Wenn du willst und kannst und überhaupt. Und jetzt renne ich natürlich allen eine Reihe. Moment, das war jetzt links eigentlich, oder? Kameradin, auf ein Wort. Nein! Sie stalkt mich wieder. Hau König ab. Vaharajat hat hier keinerlei Befugnisse. Mit dir wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Du stehst hier gar nicht drin. Aber ich rede trotzdem mal eben mit dir. Verdammte Fremde. Hallo? Wir hatten nur Ärger, seit der Herzog die Tochter von König Vaharajat geheiratet hat. Und jetzt steht eine Armee vor unserer Türschwelle und erwartet, dass die Ritter der Flamme einfach zusehen? Was ist hier los? Die Gesandte Darima ist mit einer Armee angerückt. Sie behauptet, auf einer diplomatischen Mission für König Vaharajat von Alikrit zu sein. Sie sagt, sie hätte eine Nachricht, die allein für Herzog Nathaniel bestimmt ist und verlangt daher Einlass. Dazu habe ich nur eins zu sagen. Nur über meine Leiche.
Konnte sie nicht alleine kommen? Meine Mission ist eindeutig. Niemand aus dem Lager der Rotwardonen darf ins Kastell. Ich bin eine Ritterin der Flamme und ich werde diese Anweisung bis zu meinem letzten Atemzug durchsetzen. Sir Hugh ist das Oberhaupt unseres Ordens. Falls ihr irgendwelche Anliegen habt, dann sprecht mit ihm im Kastell. Dann werde ich ihn aufsuchen. Ja, und davor ist jetzt quasi die nächste Quest. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Armee vor den Toren. Wir haben jetzt eigentlich zwei Quests. Ich hasse das. Beides ist die Hauptquest, aber gleichzeitig weiß man jetzt gerade überhaupt gar nicht mal, mit wem man jetzt eigentlich reden muss. Also ich rede mal eben mit dem Boten. Oh, Galle und Pocken. Dame Dabienne wollte, dass ich dem Herzog euer Erscheinen ankündige. Hm. Ihr habt mich in Köglin gerettet. Ich bin der Bote, der aus dem Lagerhaus. Ich weiß. Und ihr habt es vergessen? Es tut mir leid. Ich kam hier an und da musste ich meinen Eltern und meinen Freunden einfach von dem Angriff der Sklavenjäger unten am Dorf erzählen. Und dann ist es mir einfach ganz und gar entfallen. Jetzt lohnt es sich wohl nicht mehr. Ich fasse es nicht, dass ich vergessen habe, euch beim Herzog anzukündigen. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das ist schon die zweite Nachricht, die ihr vergessen habt abzugeben. Oh ja, ich habe auch vergessen, die Nachricht beim Konstabler in Köglin abzugeben. Das ist doch eigentlich ziemlich lustig, oder? Es sei denn, ich frustriere euch. ja, er ist ein schrecklicher Bote. Dabei guckt er ihn so geil an. Ja, er ist ein schrecklicher Bote, aber ich sag mal, nein, ich finde es auch lustig. Oh gut, ich hatte mir schon einen Moment lang Sorgen gemacht. Danke für euer Verständnis. Wir sehen uns doch sicher noch im Kastell, nicht? Der Typ war irgendwie geil, ich weiß auch nicht. Okay, also das hat sich dann damit erledigt, nehme ich jetzt mal an. Entsprechend haben wir jetzt nur noch eine Hauptquest. Okay. Aber der Typ ist irgendwie, vor allen Dingen dieser Gesichtsausdruck so... Sag jetzt bitte nicht, dass ihr das jetzt schlimm findet oder so. Willkommen im Kastell Alcaire. Ich bin sicher, dass ihr bemerkt habt, dass König Faharajats Armee vor unseren Mauern liegt. Deshalb könnt ihr sicher verstehen, warum Herzog Nathaniel keine Gäste empfängt. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, um für noch mehr Ärger zu sorgen. Ich könnte vielleicht helfen. So etwas hört man nicht allzu oft, aber man hört es nur zu gern. Wenn hier Blut vergossen wird, könnte das die brüchige Allianz zerschlagen, die das Dolchsturzbündnis zusammenhält. Wir müssen diese Situation so schnell wie möglich entschärfen. Der Gesandten der Rotwardonen Einlass zu gewähren, wäre ein guter Anfang. Verdammt, Dame Fahlhut hält die Gesandte am Tor auf, oder? Fahlhuts größte Stärke und Schwäche zugleich besteht darin, dass sie Befehle niemals hinterfragt. Ich werde ihr ausrichten lassen, eine Ausnahme zu machen. In der Zwischenzeit habe ich eigentlich eine Aufgabe, für die ihr bestens geeignet wärt. Ihre größte Stärke und Schwäche zugleich. Befehle niemals zu hinterfragen. Das ist ein sehr, sehr guter und weiser Satz. Schön, was kann ich tun? Es ist eine heikle Angelegenheit. Wir haben geheime Botschaften von König Faharajat abgefangen, die an jemanden im Kastell gerichtet waren, der den Decknamen Almandine trägt. Ich hoffe darauf, dass wir mit ein bisschen Recherche in der Bibliothek herausbekommen können, woher dieser Begriff stammt. In Ordnung. Ich kann in der Bibliothek nachsehen. Unglücklicherweise verlangt der Herzog, alle Besuche der Bibliothek persönlich abzusegnen. Und er darf hiervon nichts erfahren. Der Wächter der Bibliothek, Sir Gregory... Vielleicht könnt ihr ihn überzeugen, einmal kurz in die andere Richtung zu schauen oder ihn irgendwie dazu bewegen, seinen Posten zu verlassen. Ich werde es versuchen. Ihr müsst darüber wirklich Schweigen bewahren. Der Herzog ist jetzt schon überfordert und ein Spion im Kastell würde ihn um den Verstand bringen. Geht an Sir Gregory vorbei in die Bibliothek und findet heraus, wer Almandine ist. Berichtet mir persönlich davon. Was plant der Herzog wegen der rotwardonischen Armee? Wohl oder übel vertraut der Herzog in dieser Sache auf mich. Nathaniel mag König Emmerichs Blutlinie teilen, aber nicht seine Fähigkeiten unter Druck, die Ruhe zu bewahren. Natürlich macht es die Sache nicht leichter, dass die Frau des Herzogs die Tochter von König Faharajat ist. Die Herzogin ist aus Alika?
In der Tat. Herzogin Lakana ist eine von König Faharajats jüngsten Töchtern. Es heißt, ihm läge einiges an ihr. Sie spricht nicht viel von ihrem Vater, doch ich denke, dass diese Verbindung tiefer geht, als sie es sich anmerken lässt. Könnt ihr Sir Gregory befehlen, mich in die Bibliothek zu lassen? Ich kann mich den Befehlen des Herzogs nicht widersetzen. Nicht mit einer fremden Armee vor den Toren. Ihr hingegen schon. Eine Sache, die euch vielleicht hilft. Sir Gregory ist wahnsinnig eifersüchtig auf seine Frau. In seinem Kopf ist sie die Scheide zum Schwert eines jeden Ritters. Das habt ihr aber nicht von mir gehört. Okay, ich lasse das mal so stehen. Ja. Wir müssen nach unten, ne? Ist doch richtig. Ja, weil das Ding hat sich jetzt gerade so nach hinten gedreht. Das hat mich etwas verwirrt. Sir Gregory. Bleibt sofort stehen. Das ist die private Bibliothek von Herzog Nathaniel. Kein Zugang ohne seine ausdrückliche Erlaubnis. Was ist, wenn das ein Notfall ist? Wenn es ein Notfall ist, dann braucht ihr eine Waffenkammer und keine Bibliothek. Dort drin gibt es nur Bücher. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum der Herzog deshalb so viel Aufhebens macht. Aber er tut es eben. Wenn ich euch hineinlasse, werde ich und vielleicht auch meine Frau aus dem Kastell geworfen. Eure Frau könnte traurig sein, wenn euer hübsches Gesicht verunstaltet wird. Hey, das ist aber nicht sehr nett. Mein Gesicht ist aber wirklich hübsch, oder? Ich mag es allerdings gar nicht, wenn man mir droht. Es ist natürlich nicht so, als ob es jemand merken würde, wenn ich euch hineinlasse. Genau. Ich werde mich beeilen. Schon gut, schon gut. Ihr könnt hineingehen, aber verratet niemandem ein Wort davon. Sonst verliere ich meine Arbeit. Merkt euch das. Nicht ein Wort. Der ist geil. Das ist alles zum Klauen. Na ja, gut, okay. Das ist wahrscheinlich die Frau, die hier vorne steht. Okay. Wir können die Bücherregale durchsehen. Ist hier eigentlich irgendjemand, der irgendwas sieht? Nö. Also theoretisch könntet ihr hier wohl auch klauen. Dieses Buch erhält eine Liste mit Namen, die mehrere Jahre zurückreicht. Der Großteil der Namen ist bretonisch. Auf der Liste finden sich keine Namen von Orks oder Rotwardonen. Dann das Steuerbuch. Dieses Hauptbuch enthält verschiedene Zahlen und Informationen über Steuern und Zölle. Die Zahlen unterscheiden sich von Jahr zu Jahr kaum. Vor kurzem hat Herzog Nathaniel jedoch begonnen, größere Mengen an guten Ale und Wein einzukaufen. Ja gut, das heißt jetzt nicht unbedingt was, ne? Wir nehmen jetzt hier auch mal die ganzen Bücherregale mit. Wenn er denn laufen würde. Beziehungsweise sie. Hier ist noch was. Das Königsgeschlecht von Schildwacht. Wisset, o geliebter Seher, dass die Abstimmung unseres überaus wohlwollenden Königs höchst royal ist. Geht sie doch von König Ar-Azal über König Ja-Fr über den Granden Makala, über die Grandin Vanish von Antiphilis, ehelichte und so die Linie mit den oh Gott, Philozischen Blut, der wohlgeborenen Cizen anreicherte. Ja. Okay, ich werde mir das antun. Seine königliche Majestät, König Faharajat, war der einzige Nachkomme des stets frommen Paars Makala und Farnish. Bei Zeiten nahm sich Faharajat noch als junger Prinz Zarifa zur Frau, die Blume von Tanef, und sie schenkte ihm 3 gesunde Kinder. Leider erlosch das Leben der Blume von Tanef bei der Geburt ihres 3. Kindes und alle Rotwardonen von Hammerfall trauerten um sie. Dennoch ist das glorreiche Erbe seiner königlichen Majestät gesichert durch seine älteste Tochter Maraya, das Juwel von Satta Kalam, seine 2. Tochter Lakana, dem Stern der Almandine, und durch den jungen Kronprinzen Azar, den Löwen von Antiphilus. Okay, also für mich steht jetzt definitiv fest, dass ich keine ausländischen Namen mehr lesen möchte. Hallöchen! Manchmal muss ein wahrer Ritter eine Aufgabe annehmen, die es erfordert, Bücher zu lesen, anstatt Monster zu erschlagen.
Genau um solch eine Aufgabe hatte ich euch gebeten. Habt ihr irgendetwas in der Bibliothek in Erfahrung gebracht? Almandine ist die Herzogin Lakana selbst. Achso. Das hatte ich schon befürchtet. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig vorgehen. Wir wollen weder der Herzogin noch König Faharaja zu erkennen geben, dass wir von der geheimen Korrespondenz wissen. Und wir haben eine intrikate, einhändige Axt erhalten. Ich sage es ja nur ungern, aber ich muss mit dem Herzog darüber sprechen. Die Tatsache, dass die Herzogin geheime Briefe an ihren Vater schickt, gibt ernsthaft Anlass zur Sorge. Allerdings müssen wir genau wissen, was sie planen. Was schlagt ihr vor? Nachdem sie mit der Gesandten von König Faharajat gesprochen hatte, bat Herzogin Lakana darum, dort rauszugehen und persönlich mit dem General der Rotwardonen verhandeln zu dürfen. Das dürfen wir natürlich auf keinen Fall zulassen. Aber die Herzogin weigert sich, die Gesandte ziehen zu lassen, damit sie ihre Nachricht überbringt. Ich könnte die Nachricht überbringen. Genau mein Gedanke. Und damit könntet ihr auch ihr Vertrauen gewinnen. Ihr habt schon der Gesandten durch das Tor geholfen, also könnte Lakana gewillt sein, euch zu vertrauen. Geht die Treppe hoch und spricht mit ihr. Tut, was immer auch nötig ist, um ihre Pläne zu erfahren. Soll ich die jetzt ins Bett ziehen, oder was? Ich erstatte euch Bericht, sobald ich mehr weiß. Tut, was immer auch nötig ist. Hallo? Okay, Klauen werden wir jetzt erstmal nichts, aber zumindest die Sachen, die wir lesen können, die nehmen wir doch direkt mal mit. Ah, gucke mal hier. Brief vom Herzog. An seine geschätzte Majestät Emmerich, Großkönig des Dolchsturzbündnisses. Mein lieber Bruder, wie immer gibt es einige wichtige Punkte zum Teil bezüglich der Sicherheit des Königsreichs. Zum Teil persönlicher Natur. Bitte lest diese Zeilen alleine und besprecht ihren Inhalt nur mit euren vertrauenswürdigsten Beratern. Ja, bin ich. Die Punkte, die Sicherheit hier in Al-Khair betreffen, sind von äußerster Wichtigkeit. Und obgleich ich starke Bedenken habe, gibt es leider kein einfaches oder auch nur ein konsistentes Element, dem ich die Probleme zuschreiben könnte. Die Al-Khair in letzter Zeit plagen. Zum Zeitpunkt meines letzten Schreibens gab es nur wenige Berichte über diese Vermina-Kultisten, die überirdischen Träumer. Unser gemeinsamer Wunsch, dass dies nur ein kurzlebiges Problem sei, wurde nicht erfüllt. Offenbar werden die Kultisten immer dreister. Sie überfallen weiter draußen liegende Höfe und rekrutieren sogar Bürger in ihre inneren Reihen. Die Ritter der Flamme haben den Befehl, Kultmitglieder sofort festzunehmen. Aber wir warten auf eure weiteren Anweisungen bezüglich einer Drohung, die sich jetzt auch auf andere Regionen von Sturmhafen ausgeweitet hat. Die Ritter der Flamme bewähren sich weiterhin als unerlässliche Verbündete und tapfere Verteidiger des Reiches. Sie haben wesentlichen Anteil am Kampf gegen das Kultistenproblem und haben mir auch dabei geholfen, auf ein Attentat auf die Herzogin durch einen Al-Khair-Assassinen zu reagieren. Der Anführer der Ritter der Flamme, ein Sir Hooch, oder Hooch, oder wie auch immer ausgesprochen wird, schlug vor, dass der Orden die Verantwortung für die Sicherheit hier in der Burg übernimmt. Und ich nahm das Angebot erleichtert an. Damit nahm er mir eine enorme Last von den Schultern. Oh, wie weit geht das noch? Als letzten und persönlichen Punkt möchte ich euch meine tiefste Dankbarkeit dafür aussprechen, dass ihr meine Hochzeit mit Lakana arrangiert habt. Obschon ich befürchtet hatte, dass unser Bund der politischen Notwendigkeit formell und unangenehm sein würde, ist er alles andere als das. Ihre Wärme und Güte haben eine Intimität zwischen uns geschaffen, die ich nie zu erträumen gewagt hätte. Wir beide schulden euch unseren Dank und unsere unsterbliche Treue. Mit ergebenen Grüßen, Nathaniel. PS. Die Kniffe, die diese Rotwardonen im Schlafgemach einsetzen. Warum habt ihr mich nicht gewarnt, ihr alter Hund? Okay. Nathaniel, da denke ich dann immer direkt an das Hörspiel. Darima hat mir erzählt, ihr hättet mit Sir Hugh über Dame Fahlhut gesprochen. Vielen Dank. Ihr wisst nicht, was es für eine Erleichterung ist, sie hier zu haben. Ich bin hier im Castell Al-Khair eine Außenseiterin und habe niemanden, dem ich bedingungslos vertrauen könnte. Manchmal frage ich mich sogar, ob ich dem Herzog trauen kann. Woran liegt das? Weil es mehrere Anschläge auf mein Leben gab, und zwar alle innerhalb dieser Mauern. Erst vor ein paar Tagen hat ein Gift aus Al-Ikhr, das für meine Lippen bestimmt war, einen meiner Vorkoster getötet. Warum würde jemand euch töten wollen?
Es gibt viele Aspiranten auf den Thron von Aligre. Sie verabscheuen das Bündnis und sie würden mich jederzeit töten, um es zu zerschlagen. Mein Vater hat versucht, die Identität der Meuchler in Erfahrung zu bringen. Ich muss mit General Todar am Lager draußen sprechen. Aber es wurde mir verboten. Wenn ihr es wünscht, kann ich euer Bote sein. Kann ich euch trauen? Ihr habt ein gutes Wort für uns bei Sir Hugh eingelegt. Nun gut. Aber General Todar rechnet nicht mit euch. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erregen. Es mag schwer werden, aber falls ihr einige seiner Krieger im Zweikampf besiegen könnt, wird er euch wahrscheinlich sehen wollen. Ich werde General Todars Aufmerksamkeit erregen. Vielen Dank. Die Lage ist wirklich verzweifelt, wenn eine Tochter von König Faharajat sich auf die Großzügigkeit von Fremden verlassen muss. Aber ich glaube an euch. Die Zukunft des Bündnisses und mein Leben liegt in eurer Hand. Rubtgar sei mit euch, meine Freundin. Okay, jetzt bin ich schon ihre Freundin, obwohl sie mich nicht kennt. Das ist doch sehr positiv. Aber das bedeutet auch, dass sie sehr leichtsinnig ist, wenn ich jetzt ehrlich bin. Gerade in so einer Welt, wo halt viele Intrigen gespinnt werden und so. Ich denke mal, das wird das sein. Fordert die Soldaten heraus. Das dürfte unten sein. Und jetzt muss ich doch mal eben reiten hier. Das ist so ein wenig hin und her. Ach ja, ich kann mich daran erinnern. Haha. Genau. Ich fordere dich mal heraus. Das ist ein Armeelager. Und jemand wie ihr hat hier nichts zu suchen. Nehmt die Beine in die Hand, Kleine. Ja, ich habe immer Lust auf einen Kampf. Genau wie ich. Schaut her. Und erlebt einen wahren Krieger in Aktion mit. Dann lasst uns tanzen. Dann greif mich doch mal an. So, das war der Erste. Oder die Erste. Was haben wir denn hier? Ihr kommt einfach so unverschämt in unser Lager stolziert. Vielleicht müssen wir euch mal eine Lektion erteilen. Zieht eure Klinge und dann wollen wir mal sehen, wie hart ihr wirklich seid. Nichts würde mir mehr Freude machen. Dann lass uns tanzen. Eine Anspielung? Nicht schlecht. Ich lasse das mal einfach so stehen. Gut, hier war aber noch ein Nicht Buch, so was schnell. Ich gesehen habe. Wachen! Die Wachen. Ich mach das alles legal. Ha! Was ist denn das für ein Winzling, der da in unser Lager gelaufen kommt? Vielleicht mache ich ein Nadelkissen aus ihr. Ich wäre euch im Kampf gewachsen. Glaubt ihr wirklich? Dann finden wir... Ja. Wir Dann finden es daraus. Nicht schlecht. Ne? Ihr solltet mehr Respekt zeigen. Ihr seid in einem Lager voller Soldaten, die schon viel zu lange stillsitzen mussten. Jemand könnte sich entschließen, euch für seine Schwertübungen heranzuziehen. Zieht eure Klinge und dann wollen wir mal sehen, wie hart ihr wirklich seid. Nichts würde mir mehr Freude machen. Dann lasst uns tanzen. Dann lasst uns tanzen. Nicht schlecht. Da ist ein. Hallo. Mein Schwertarm ist schon ganz aus der Übung, seit wir nach Sturmhafen gekommen sind. Ihr seht aus, als wärt ihr die Mühe wert. Ich habe immer Lust auf einen Kampf. Genau wie ich. Schaut her und erlebt einen wahren Krieger in Aktion mit. Dann lasst uns tanzen. Das war die Stimme von der rotwardonischen... Gut gekämpft. Wie heißt sie jetzt? Kapitänin da. Hallöchen. Ihr seht nicht sehr gefährlich aus. Trotzdem kommt ihr in mein Lager und sucht Streit mit meinen Soldaten? Sagt mir, warum ich euch nicht einfach sofort den Kopf abschlagen soll. Weil Herzogin Lakana mich geschickt hat. Die Prinzessin? Es geht ihr also gut. Wie schön. König Faharajat hat mich geschickt, um sie zu beschützen. Aber von hier aus kann ich kaum etwas tun. Ich möchte ungern einen Krieg beginnen, aber wenn mein König es mir befiehlt, werde ich es tun. Ich warte derzeit auf neue Befehle. Wisst ihr, wer versucht hat, sie zu vergiften? Oh ja, in der Tat. Der Giftmischer war recht stur.
Doch mit seinem letzten Atemzug hauchte er neben seinem Leben auch einen Namen aus. Doch dieser Name sagt mir leider überhaupt nichts. Er sagte Fahlhut. Dame Fahlhut? Sie ist eine Ritterin der Flamme. Ist sie? Dann ist sie im Kastell? Dann geht, schnell. Sagt es Lakana, damit sie auf dieses meuchlerische Weib vorbereitet ist. Ich kann nicht hineingehen, also müsst ihr sie beschützen. Jawohl. Wenn wir denn nicht zu spät sind. Ich ahne irgendwie Schlimmes. Ja. Erstmal gegen den Pfahl reiten natürlich. Ne? Sowas macht man heutzutage. Sehr modern. Solltet ihr auch mal probieren, wenn ihr schon mal in Tamriel seid. So. Ach so, nee, die ist ja oben. Ich wollte gerade sagen, das irritiert mich, wenn der Pfeil dann auf der anderen Seite steht. Sie ist aber noch da. Herzogin, so. Welche Erleichterung. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte zu viel verlangt. Aber sagt mir, hatte General Todar neue Erkenntnisse über die Quelle der Mordversuche? Dame Fahlhut hat das Gift gekauft. Was? Die Ritter der Flamme haben geschworen, mich zu schützen. Warum sollte einer von ihnen mir nach dem Leben trachten? Ich weiß, dass Dame Fahlhut sich gegen meine Heirat mit dem Herzog ausgesprochen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zu einem Mord treiben könnte. Ich hoffe, dass Dame Fahlhut alleine gehandelt hat. Wenn es eine größere Verschwörung ist, mache ich mir Sorgen, was das für unsere Zukunft bedeuten könnte. General Todar hat vorgeschlagen, dass ihr das Kastell verlasst. Nein, das wird nicht gehen. Davonzulaufen wäre so, als ob ich dem Hass dieser Irre nachgeben würde. Fahlhut ist es, die bezahlen muss. Auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit ihm bin, ist Sir Hughes ein guter Mann und ich muss ihm vertrauen. Erzählt ihm von Fahlhuts Verrat. Er wird dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Bleibt hier. Ich werde Sir Hutch finden. Hutch? Wie hat sie das jetzt ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht glauben, dass meine Vermutungen so weit von der Wahrheit entfernt waren. Dass der Assassine ein Bretone ist, macht die Situation nur noch brisanter. Erzählt bitte Sir Hugh davon und bittet ihn, die Sache schnell aufzuklären. Warum ist das noch heikler? Weil es ein größeres Potenzial besitzt, das Dolchsturzbündnis zu zerschlagen. Meine Entscheidung, mich hilfesuchend an meinen Vater statt an die Ritter der Flamme zu wenden, hat die Lage noch verschlimmert. Das bereue ich inzwischen. Aber dadurch habt ihr doch überhaupt erst erfahren, dass es Dame Fahlhut war. In der Tat, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sir Hughes diese Wahrheit herausgefunden hätte. Doch wir haben keine Zeit für Reue. Ab jetzt machen wir unsere Sache ordentlich. Lasst Sir Hughes es erledigen. Das ist das Beste für das Bündnis. Ja, der ist unten. Und ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt besser ist. Ob wir das jetzt noch eben weitermachen oder ob das jetzt noch eine größere Sache wird. Gerüchten zufolge werden... Ich hoffe, ihr habt inzwischen das Vertrauen der Herzogin erlangt. Das ist gut. Habt ihr herausgefunden, warum sie sich mit ihrem Vater verschworen hat? Ja, sie fürchtete um ihr Leben. Nach dem Anschlag auf sie ist das nur verständlich. Aber warum wendet sie sich ausgerechnet an ihren Vater? Die Ritter der Flamme sind doch eigens hier, um sie zu beschützen. Das ergibt keinen Sinn. Warum würde er eine Armee herschicken? Das Gift des Assassinen kam aus Alikr. Die Herzogin hat es selbst gesagt. Ja, aber es war Dame Fahlhut, die das Gift gekauft hat. Dame Fahlhut? Seid ihr sicher? Das ist eine schwere Anschuldigung. Natürlich war sie gegen die Heirat. Wir werden sie befragen müssen. Aber einen Ritter der Flamme zu schicken, um sie festzunehmen, könnte nicht die klügste Lösung sein. Ich kann das übernehmen. Ich hatte gehofft, dass ihr euch freiwillig meldet. Das würde wirklich helfen, Aufregung zu vermeiden. Fahlhuts Zuhause liegt nördlich des Gasthauses. Wenn ihr dorthin vorgeht, hole ich in der Zwischenzeit ein paar meiner Männer als Verstärkung. Ja, dann machen wir das doch so. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht noch größere Ausmaße annimmt. Ich meine, ich liebe es, weiterzuspielen und alles und die Story weiterzumachen und zu genießen und das alles. Ich weiß nur ehrlich gesagt manchmal, so wie jetzt zum Beispiel, nicht so genau, wann es aufhört.
ob das dann das Ende ist oder ob dann wieder ein riesengroßer neuer Strang kommt. Aber ich glaube, das wird eher nicht so sein. Also ich... Wenn es auf das hier hinausläuft, stell dich mal. Dann muss es wohl so sein. Ja, du bist rot. Was soll ich dazu sagen? Du bist rot, damit bist du mein Gegner und entsprechend muss ich dich angreifen. Ich hätte dich ja nicht angegriffen, aber, ne? Ihr braucht keine Verstärkung mehr. Wo ist er denn? Da. Jungs, ich habe das schon mal für euch erledigt. Es tut mir leid. Wo ist Falhut? Ist sie weggerannt? Nein, sie hat mich angegriffen. Ich habe sie getötet. Okay, ist ein bisschen gelogen, ne? Es tut mir leid, das zu hören. Ihr habt nur getan, was ihr tun musstet. Und ich schätze, ihre Reaktion ist nur ein weiterer Beleg für ihre Schuld. Ja. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es keinen Grund zur Sorge mehr gäbe. Aber irgendwie denke ich nicht, dass das der Fall ist. Irgendetwas an dem Ganzen stimmt nicht. Das sehe ich genauso. Es fällt schwer zu glauben, dass Falhut auf ihre eigene Faust gehandelt hat. In der Tat. Ich würde das nur zu gerne weiter mit euch diskutieren, aber nicht hier im Kastell. Mein Heim liegt hinter dem Markt. Wenn ihr mir einen Augenblick geben würdet, um die Angelegenheiten hier zu regeln und nach der Herzogin zu sehen, dann treffen wir uns dort und können uns in aller Ruhe unterhalten. Wir sehen uns bald. Ja, die Sicherheit des Königreichs. Und genau damit, und ich bin froh, dass das alles so geklappt hat, werde ich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dieser ganzen Geschichte, und die Meinung von Sir Huge, oder wie er jetzt ausgesprochen wird, ich sage einfach Hutch oder Huge, ist ja auch egal, die werden wir uns dann in der nächsten Folge gemeinsam ansehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.